Servus, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Meine Stimme ist komplett weg. Wir hatten einen Auftritt, meine Kollegin und ich. Ist nicht selbstverständlich nach diesem Video von letzter Woche. Am Donnerstag um 7.15 Uhr wurde das Video von letzter Woche veröffentlicht und um 7.33 Uhr ging der erste Anruf ein. Circa 3, 4, ich glaube es waren sogar 500 Tischler hier aus der Umgebung, auch aus der Schweiz, Tischler aus Deutschland. Denn diese Zinkung, die ich letzte Woche angerissen habe, wurde in dem Video so erklärt, dass sich kein Mensch ausgekannt hat. Das war ja schrecklich. Jetzt haben mich natürlich alle Tischler angerufen und haben mich gefragt, Manuel, haben wir alles falsch gemacht die letzten 4000 Jahre beim Zinken anreißen? Und letzte Woche habe ich gesagt, die rechte Seite muss hineinschauen in die Lade. Das war natürlich auch kompletter Schwachsinn. Wenn das die Lade ist und die rechte Seite würde hineinschauen, würde sich die Außenteile der Lade nach außen bewegen und oben wäre Luft. Die rechte Seite muss natürlich nach außen schauen. Dann pressen sich diese Wangen oben ganz dicht. Ich hoffe, das habe ich jetzt mit meinen Händen gut erklären können. Und diese Zinkenanreißerei, was ich da gemacht habe mit den Strichen, keine Ahnung, was in mich gefahren ist. Hier an diesem Zettel kann man genau erkennen, wie man richtig Zinken anreißt. Auf jeden Fall in diesem Video eventuell die Aufklärung oder man lernt wieder nichts dazu. Ich weiß es nicht. Meine Kollegin schneidet, ich weiß manchmal gar nicht, von wo sie dieses ganze Videomaterial hernimmt. Auf jeden Fall filmt sie mich auch, wenn ich was mache, was nicht richtig ist. Und sie glaubt aber, es ist richtig. Es ist total viel Spaß beim Zuschauen. Nadja, es fragen mich ja ganz viele Leute immer, wie man Zinken in AutoCAD anreißt, gell? Geh. Ohne Scheiß. Also AutoCAD ist geöffnet, ja. Ja. Aber weißt du, normal macht man das mit so einem Bildschirmfilmprogramm und naja, so, nicht mit der Spiegelreflex. Naja, schon. Aber wir machen ja, schau, ich nehme die breite Volllinie, dann mache ich hier eine Linie 200, dann machen wir es breit, machen wir es 130 und dann da wieder 200. So, jetzt gehen wir davon aus, dass das eine 14 mm starke Platte ist. Da schau hin. Jetzt versetze ich eine Linie um 14 mm, da gebe ich 14 mm. Nicht so nahe, geh zurück! Ich muss jetzt was sehen, sonst jetzt setze ich diese Linie da rum, gell? Ja. Und das ist jetzt quasi das Stück, was so davor geht. 7 mm setze ich das jetzt rein. So. Das muss ich jetzt verlängern. Ja, was bringt das, wenn ich das jetzt da filme? Das ist ja furchtbar. Zinken anzeichnen. Aha. So, pass auf. Jetzt mache ich diese Linie, tue ich jetzt also eine schmale Volllinie machen. Pass auf jetzt, schau her. Und jetzt teilen wir diese Linien. Haben wir gesagt, dass 14 cm breit ist? Keine Ahnung, 200. 13 cm. 13 cm mal durch 1,5 der Dicke ist 2,1. Durch 2,1 ist 6 Zinken brauchen wir da. Ja. Ja? Ja, Nachtum holen wir sie an. Ob viel Pudding-Schnitten gibt's. Oh Gottes Willen. Oh, tschüss. Oh. So, pass auf jetzt. Jetzt haben wir 6 Zinken, gell? Ja. Mal 3 plus 1 ist 19 Teile brauchen wir da. Schau ja, jetzt kann ich da das einteilen, diese Linie. Objekt, jetzt fragt er mich, wie viele Teile. Jetzt gebe ich 19 Teile, ne? Gell? Und 6 Teile muss man bei der Zinkenanreißung muss man umdrehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siehst du das? Ja. Jetzt habe ich bei 6 Teile einen Strich gemacht. Jetzt muss ich das umdrehen natürlich. Und jetzt muss ich mir das hier herüberspiegeln. Das kapiert kein Mensch, was du da machst. Ich tue jetzt Zinken einteilen. Ja, aber was soll das? Na, was das brauchst du da alles? Pass auf jetzt. Und jetzt tue ich die Zinken da zeichnen. Schau her. Was ist? Passt das nicht? Ja, ja. Schau, pass auf jetzt. So, und jetzt tue ich das da verlängern. So, darf ich das jetzt filmen auch, dass man sieht? Was? Ja, natürlich. So, und jetzt kopiere ich nur mehr das, was ich da jetzt entworfen habe. Schau, das habe ich da entworfen. Ah, das tue ich da brechen am Punkt, weil das will ich nicht, dass ich das Ganze kopiere. Schau, jetzt breche ich das da am Punkt und die nächste breche ich auch da am Punkt. Jetzt kann ich nur das hier markieren. Das ist mein Basispunkt und kann jetzt diese Zinkung hinschieben. Kopieren, wo das brauche ich immer. Ein Wahnsinn. Siehst du? Aha. Und jetzt habe ich meine Zinkung gemacht. Und jetzt kann ich natürlich, wenn ich diese Hilfslinien nicht brauche, kann ich die natürlich entfernen. Da sind ein paar Kreuzer überblieben. Die habe ich zeichnet, jetzt wieder AutoCAD. So, jetzt muss ich auch mal was dazwischen sagen. Super! Ah. Der Kollege hat schon recht, ich habe da irgendwie Unsinn zusammengeschnitten mit den Zinken, weil das ist so eine komplizierte Angelegenheit.
Auf jeden Fall, hier ist der vernünftige Teil zu Ende. Tischlerisch Interessierte können hier abdrehen. Wir haben noch diverses gefilmt, das aber ich jetzt auch ganz lustig finde. Komisch eigentlich alles. Das kommt dann hinter drauf. Jetzt kommt einmal die offizielle Verabschiedung für alle Tischler und Hobby-Tischler. So, schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. In diesem Video haben wir viel gesehen. Was wir gesehen haben, war Zinken. Ich glaube, jetzt geht es immer nur mehr um Zinken. Die nächsten 12, 13 Jahre, vielleicht werden wir mal einen Zapfen machen. Auf jeden Fall schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch viel Spaß beim nächsten Video. Nächste Woche, 7.15 Uhr ist immer die Zeit, wo unsere Videos veröffentlicht werden. Und vielleicht werde ich irgendwann einmal eine Tomatensuppe machen. Bleibt mir gewogen. Tschüss, bis bald. Danke, auch. So, und jetzt gibt es verschiedene Teile, die eigentlich keinen Zusammenhang haben. Der erste Teil hier ist, da erzählt Manuel noch etwas näher über AutoCAD und ist ein bisschen abgeschweift von lauter Begeisterung über dieses Programm, wie gut er das beherrscht. Danach kommt ein Teil, wo man Manuel noch Zinken machen sieht und er führt etwas näher aus über seine Hörgewohnheiten während des Arbeitens, was er dafür Musik hört. Und zum Schluss gibt es noch einen Stehgeiger und man sieht Manuel dabei seinen Zinken den letzten Schliff geben. Viel Vergnügen noch damit für alle Interessierten. Und jetzt kann ich das Ganze aber, wenn ich jetzt das will, das ist, sagen wir, der Willenswert, dass ich das spiegel. Drück hier den Spiegelpunkt und dann kann ich das so spiegeln. Und dann fragt er mich, ob ich das Quellobjekt löschen soll und man sagt, ja, dann ist nicht mehr das da. Wow. So genau irgendwas. Soll ich hier eine Rundung machen? Mach eine Rundung. Ja, Radius? 5 mm. 5 mm. Au. So, Rundung. 5 mm. Sehr schön. Sehr schön. Herrlich. Noch was? Was willst du? Schräg? Ja. Okay. Wie viel rein? 7 mm. Was ist das da für... Zack. Wirst du jetzt AutoCAD-Unterricht auch geben? Ich will jetzt wahrscheinlich AutoCAD-Unterricht geben. Für Architekten der San Francisco Newgate Bridge. Zum Beispiel, und wenn jetzt der Architekt sagen würde, das ist ein Haus, ja, und der will hier durch ein Kanalrohr haben. Und das sieht man nicht, ne? Ja. Und der sagt, er will strikliert haben, dann mache ich ihm das strikliert. Wow. Weißt du, was ich meine? Und wenn der sagt, er will hier eine Nut haben, mit 10 cm, mit 2 cm Tiefe. Mitten im Haus eine Nut. Ja. Was wird denn da hineingefedert in die Nut? Das wäre schön für so Blumenkisteln zum Einschieben. Stell dir vor, du hast rundum ums Haus so eine Nut und da schiebst du immer die Blumenkisteln rein. Vierte, da machen wir das da rüber. Und jetzt sagen wir, da machen wir jetzt eine Nut. Ja, also. Stutzer, kann ich stutzen oder meine diese Tasse drücken, kann ich das gleich verlängern und zeitlich kann ich das dann gleich stutzen da. Und wenn ich jetzt sage, ich will mir das übertragen woanders hin, diesen Punkt und diesen, dann kann er hier wieder auf derselben Linie das nächste Haus konstruieren. Kann der dann mit Schwalbenschwanzverbindungen, kann der dann die Häuser zusammenhängen? Schau, wenn du jetzt sagst, diese Linien stören dich hier, gell? Dann haben wir es weg. Und was willst du noch haben? Na nix. Ein Puddingcremeschnitte hätte okay, ich. Okay, dann lösche ich das. Nutten einzeichnen Manuel in Häuser. Manuel Spezialist für AutoCAD und Schulungen. Nutten kann ich einzeichnen in Häuser. Ich kann Kanalrohre unterirdisch strichlieren. Blumenkistel. Blumenkistel Zinken. Zwei Häuser mit einer Zinkverbindung. Ohne Leim, mit Mörtel. Also Rundungen, Phasen. Man, wer Phase braucht, bin ich der richtige Mann. Eine Phase. Eine Phase, das ist das Stege, was du wollen hast. Von unten wegen Wasser. Also mein Architekt mit Wasserproblemen. Ich hätte gedacht, das war ein Tisch. Ja, wir haben ja dann später über den Kanal und durchgemacht, dann war es aus. Also, vorher war es eine kleine Schublade. Angefangen hat es mit einer gezinkten Schublade. Dann ist ein zusammengezinkter Häuserblock geworden mit Kanal, Phasen, Rundungen und Blumenkistel. Und am Schluss haben wir dann Linien zwei durchzahlen. Unendlich. Dankeschön, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Nächste Woche ist die Nadja nicht dabei. Und wenn sie dabei ist, schneide ich sie einfach raus. Ich werde aus der Ferne wirken. Ich werde aus der Nähe da sein. Wo schaue ich hin? Auf die Kamera oder dir ins Gesicht? Wenn ich so mische, dann ist das total hektisch. Ja, na, schau vielleicht in die Kamera. So, und jetzt stemme ich das runter. Wie gesagt, um Zeit 7 in der Früh. Und nur machst du nur das? Ja. Ist das nicht fad? Natürlich. Ach so. Das ist ja die Spannung dabei.
Das Herausfordernde dabei ist, die Fadigkeit auszuhalten. Um die Fadigkeit zu überbrücken, habe ich dir einen Geiger mitgebracht. Der wird dir Geige vorspielen jetzt dann gleich. Ah, ich höre seit 2 Tagen nicht mehr Radio beim Arbeiten. Nein? Ich habe früher immer Radio Burgenland gehört. Das ist so ein Regionalradio, oder wie sagt man dazu? Es ist der Bundeslandradio, ja. Radio Burgenland. Und ich habe mir gedacht, ich unterstütze den Radio. Mich interessiert immer die Wetteransage oder der ganze Nachrichtenteil. Und bei der Musik, die ist so im Hintergrund, da beschleunige ich beim Arbeiten eigentlich immer. Wenn diese Musik kommt, arbeite ich viel lauter, damit die Musik nicht so im Vordergrund ist. Aber das wäre ja gerade gut. Vor 2 Tagen bin ich gesessen im Garten. Vor 2 Tagen bin ich gesessen im Garten und habe mir gedacht, das ist blöd, kannst die Kamera neben den Kopf hinhalten. Vor zwei Tagen habe ich mir gedacht, warum unterstütze ich einen Radiosender, der auch uns nicht unterstützt? Also das stimmt eigentlich. Ja, jetzt nichts mehr. Ich meine, der jetzt, Radiosender könnte also dich als Burgenländer schon unterstützen, als ja, burgenländischen Musiker. Ja, aber die haben komplett, ist aber verständlich auch. Auf jeden Fall ist es so, jetzt höre ich Bob Dylan, da ist alles klar. Er wird mich sowieso nicht unterstützen. Und du ihn auch nicht. Und ich auch nicht. Genau. Schickst ihm keine Laden. Genau. Ja. Lieber Manuel, jetzt habe ich dir, weil du gesagt hast, das Zinken machen seit 6 in der Früh ist so langweilig, jetzt habe ich dir einen Stehgeiger mitgebracht, der wird dich unterhalten. So, das lieber Stehgeiger. Ein wenig lauter bitte, lieber Geiger. Und du musst aber im Takt klopfen. Lein kommt noch hinein und die Zwinge. Das ist das, was du gerade gestemmt hast. Ja. Aber das steht das nicht da ein bisschen rüber? Besser das steht rüber, wie das steht rüber. Aha. Das ist leichter zum Wegschleifen wie die ganze Fläche. Ach so, okay. Genau. Aber du hättest jetzt gleich auf meine Fehler, falls es eine gewesen wäre. Hätte ich gleich Beschwerde geschrieben. Jetzt gibt's einen Leim rein. Jetzt nichts, da kommt unten noch eine Nut hineingeschnitten, wo der Boden reinkommt. Dann wird es innen geschliffen, dann wird es verleimt und dann später. Aber da habe ich jetzt alles eigentlich fertig, glaube ich. Und wie arbeitet sich's mit Stehgeiger? Das ist viel besser. Viel besser. Morgen kommt ein Stehpianist und am Sonntag arbeite ich prinzipiell immer mit einem Stehtrompeter. Das ist schön. Ja. Ein Stehtriangelist wird nächste Woche vorbeikommen. Wow. Na, ich wäre auch, also ich könnte ein bisschen dann auch Stehtschellistin machen. Wirklich, ist das normal? Ja. Okay. Diese Verbindung ist zu streng. Dann mache ich es einfach so, dass ich mit der Feile. Überall dort, wo ich die Bleistifte verschmiert sehe. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Warte, ich schau, wo hier was ist. Ja, hier. Siehst du den Bleistiftstrich her? Keine das Verschmierte, Ahnung. Das Dunkle. Das ist, wo es zu viel Druck war. Denn hier habe ich einen halben Strich stehen gelassen, jetzt ist doch hier etwas Bleistift. Okay. Dieser Bleistift wird sich dann hier. Ja, dann weiß ich genau, wo es zwickt. Und das teile ich weg. Bravo! Achso, man denkt, das Stück ist aus. Schwarze Peter hören. Schneewittchen und die 7 Geißchen. Das ist auch ein Kartenspiel.
Okay, jetzt habe ich gar nichts. Okay, von Bud Spencer, das eine Lied, wo er Bohnen isst in dem Film. Das ist ein Video, aber kein Lied. Okay, dann bitte alle meine Hähnchen. Ja, aber das ist ein Fallstück. Okay, dann nicht. Ich hoffe, morgen der Stehpianist geht mir auf meine Lutsche ein. Sie sind gefeuert! Juhu, danke! Danke!